Ich bin der Dieter Leibing. Ich bin Biobauer und Maschinenbauer und habe einen Betrieb auf Biolandwirtschaft umgestellt vor 5 Jahren und bin vor dem Problem gestanden, dass die Hackgeräte meine Anforderungen nicht erfüllt haben, weil mir die gängigen Modelle zu kompliziert, zu verschleißanfällig und zu teuer waren, sodass ich die Sichelhacke, wie sie hier zum Sehen ist, für meinen eigenen Betrieb entwickelt habe. In diesem Video zeige ich euch, wie die Maschine aufgebaut ist und wie sie funktioniert. Probleme bei den jetzigen Hackgeräten, das sind eben die nicht immer verwendungssteifen Parallelogrammführungen und viel Verschleiß. Und dann die Tiefenführung durch das weit vorgelagerte Tastrad dann nicht genau die Tiefe abnimmt und kopiert, wo das Hackschar dann schneidet. Das waren dann unsere Überlegungen, dass wir von der Parallelogrammführung ganz weggegangen sind auf ein Gelenk. Das Gelenk hat vorne ein Kugellager und ist spielfrei somit und lässt nur eine seitliche Verbindung zu, um seitliches Ausweichen für Steine auch zu ermöglichen. Die Zugschiene wird nach unten gedrückt, hier über die Gasfeder. Wir haben auch des Weiteren die Variante mit einem Hydraulikzylinder. So kann der Landwirt auf dem Schlepper den Anpressdruck stufenlos einstellen. Wir setzen anstatt Tastrad auf eine Gleitkufe, die immer einen leichten Anstellwinkel hat. Die Tiefe wird dann unmittelbar vom Hackschar abgenommen und kopiert, sodass wir sehr genaue Tiefenführung haben, ähnlich wie beim Hobel. Die Hackschare sind in der Neigung verstellbar und in der Tiefe. So kann das Gerät auf die verschiedensten Kulturen und Anforderungen eingestellt werden.